In der heutigen modernen Zahnmedizin gibt es mehrere verschiedene Arten von Zahnimplantaten, die FA ein Viertel eher verschiedene Bäder ein Viertelöffnisse und Situationen entwickelt wurden. Zahnimplantate sind eine beliebte und effektive Lassung FA ein Viertel eher fehlende ZA-NE, da sie NATA ein Viertelrichen ZA-NEnen anellen und eine dauerhafte und stabile Basis FA ein Viertel eher Zahnersatz bieten. In diesem Video werden wir die verschiedenen Arten von Zahnimplantaten genauer betrachten und ihre Vor- und Nachteile diskutieren. 1. Endosteale Implantate. Endosteale Implantate sind die am häufigsten verwendete Art von Zahnimplantaten. Sie werden direkt in den Kieferknochen eingesetzt und dienen als Basis FA ein Viertel eher Zahnersatz wie Kronen, Bra ein Viertel Zecken oder Prothesen. Diese Implantate bestehen aus Titan oder Keramik und sind extrem stabil und langlebig. Endosteale Implantate sind ideal FA ein Viertel eher Patienten mit ausreichendem Kieferknochenvolumen und gesunden ZA-NEnen, da sie eine gute Grundlage FA ein Viertel eher den Zahnersatz bieten. 2. Subperiostale Implantate. Subperiostale Implantate werden unter der Zahnfleischschicht, aber A ein Viertel BER dem Kieferknochen platziert. Diese Implantate sind ideal FA ein Viertel eher Patienten mit einem unzureichenden Kieferknochenvolumen, da sie nicht tief in den Knochen eindringen ma ein Viertel SN. Subperiostale Implantate werden mit einem Metallrahmen am Kieferknochen befestigt und bieten eine stabile Basis FA ein Viertel eher den Zahnersatz. Diese Art von Implantaten erfordert möglicherweise einen zusätzlichen chirurgischen Eingriff, um den Metallrahmen zu platzieren, was den Prozess etwas komplizierter machen kann. 3. Mini-Implantate. Mini-Implantate sind kleinere Implantate, die in Bereichen mit begrenztem Platzangebot verwendet werden können. Diese Implantate sind in der Regel weniger invasiv als herkömmliche Implantate und erfordern möglicherweise keine Knochentransplantation. Mini-Implantate können FA ein Viertel eher einzelne ZA-NE oder zur Stabilisierung von Prothesen verwendet werden. Sie sind schneller zu platzieren und erfordern möglicherweise weniger Heilungszeit als traditionelle Implantate. 4. All-on-4-Implantate. Die All-on-4-Implantate sind eine innovative Lassung FA ein Viertel eher Patienten mit weitreichendem Zahnverlust. Bei dieser Methode werden nur 4 Implantate pro Kiefer platziert, um eine vollständige Zahnreihe zu unterster ein Viertel ziehen. Dies reduziert die Anzahl der erforderlichen Implantate und werke ein Viertel RZT die Behandlungszeit. All-on-4-Implantate sind besonders geeignet FA ein Viertel eher Patienten, die keine ausreichende Knochenqualität FA ein Viertel eher herkömmliche Implantate haben oder die eine schnelle und kostengar ein Viertelendstige Lassung war ein Viertelendschen. 5. Sofortimplantate. Sofortimplantate sind Implantate, die unmittelbar nach dem Ziehen des NATA ein Viertelrichen Zahns eingesetzt werden können. Dieser Prozess reduziert die Behandlungszeit erheblich und kann manchmal sogar in einer einzigen Sitzung abgeschlossen werden. Sofortimplantate sind ideal FA ein Viertel eher Patienten, die eine schnelle Lassung FA ein Viertel eher fehlende ZA-NE suchen und keine lange Heilungszeit haben möchten. Diese Implantate bieten eine sofortige Ästhetik und Funktionalität und ermöglichen es den Patienten, schnell zu ihrem normalen Leben zu ra ein Viertel zu kehren. Abschließend kann gesagt werden, dass es verschiedene Arten von Zahnimplantaten gibt, die je nach den individuellen Bäder ein Viertelöffnissen und Vorlieben der Patienten ausgewählt werden können. Jede Art von Implantat hat ihre eigenen Vor- und Nachteile und es ist wichtig, mit einem erfahrenen Zahnarzt zu konsultieren, um die beste Option FA ein Viertel eher ihre spezifische Situation zu bestimmen. Zahnimplantate sind eine effektive und langfristige Lassung FA ein Viertel eher fehlende ZA-NE und können das Aussehen, die Funktion und das Selbstvertrauen der Patienten erheblich verbessern.